Sandstein ist ein ganz besonderer Naturstein, der hier in dieser Trockenmauer eingebaut worden ist. Und wie man eine Trockenmauer baut, das könnt ihr jetzt sehen. Wir haben hier den Gärtnermeister aus Leidenschaft, Herrn Keding. Und Herr Keding wird uns jetzt mal erzählen, wozu man Trockenmauern braucht. Also Trockenmauern ist eine Möglichkeit, um Hänge zu terrassieren. Das heißt also Geländeversprünge abzufangen mit Mauern. Das kann man mit Palisaden auch machen oder mit großformatigen Blechtafeln. Aber traditionell sind eben Trockenmauern, das haben die alten Römer auch schon gemacht. Da werden Steine, Natursteine genommen, mit einem Vidia-Werkzeug zugearbeitet, zugerichtet, also letztendlich so bearbeitet, dass diese Steine formschlüssig übereinander liegen. Dann werden die trocken übereinander gemauert, also ohne Mörtel, und mit einem Anlauf, also mit einer leichten Neigung von 10-15% gegen den Hang dann eingebaut, nach bestimmten Regeln, um ja, Lasten letztendlich gut abtragen zu können. Das heißt also, es muss bestimmte Fugenbilder und bestimmte übereinander Mauerregeln müssen eingehalten werden, Überbindungen müssen eingehalten werden, Einbindetiefen müssen variieren. Das heißt, es muss lange Steine geben, die hinten den Hang einbinden und so weiter. Trockenmauern, kann das jeder? Vom Prinzip her ja. Die meisten denken, okay, ich nehme mal ein paar Steine und stapel die trocken übereinander und dann wird es wohl halten. Das sieht meistens sehr garstig aus, weil eben diese Regeln nicht eingehalten wurden. Und was auch viel schlimmer ist, dadurch, dass es ein dynamisches Bauwerk ist, nicht gemörtelt ist, es wird den Leuten auseinanderfallen. Also sie sollten jemanden nehmen, der sowas öfter schon gemacht hat. Das sollte auch eine kräftige Person sein. So ein Stein wiegt einfach mal zwischen 40 und 60 Kilogramm und den muss man immer wieder rauf und runter heben, einpassen in den Verband der Mauer. Und das ist schon sehr anstrengend. Und wenn man nicht weiß, wie man das machen soll, man muss beim Trockenmauern immer 3 oder 4 Steine im Voraus denken, wie der Verband ist, wo die Mauer von der Höhe endet, wo der nächste Stein anschließt. Und das sind einfach Sachen, die kriegt man nur hin, wenn man da Routine hat. Ich sehe gerade, ist ja auch ein Versatz drin, also dass man nicht Stein über Stein legt, sondern einen Versatz drin hat. Ne? Also Trockenmauern sind dann interessant, wenn es Wechselschichtenmauern sind, nicht regelmäßige Schichtenmauern. Die sehen langweilig aus, wie Lego-Steinreihen nebeneinander gestapelt. Und der Reiz einer solchen Mauer liegt auch im Fugenbild. Und da ist ein Wechselschichtenmauerwerk auf jeden Fall interessanter. Kann man Trockenmauern bepflanzen? Ja, Trockenmauern sehen gut aus, wenn die bepflanzt sind. Man sollte, wenn man die Trockenmauern bepflanzt, gleich beim Mauern mit bepflanzen. Das heißt, die Pflanzen da haben, gleich in die Stoßfugen die Pflanzen mit reinpflanzen, nicht in die Lagerfugen, und von den Stoßfugen aus würden sich dann diese Pflanzen in der Mauer weiter bewegen und dahin wachsen, wo sie auch genügend Platz zum Überleben haben. Gibt es denn noch andere Materialien, die man verwenden kann, außer Sandstein? Also man kann gut Kalkstein nehmen, Jura-Kalkstein, der ist zwar ein bisschen frostgefährdet, ansonsten kann man aber auch Granit nehmen oder Grauwacke oder Porphyr zum Beispiel. Also alles, was Naturstein ist, der bei uns witterungsbeständig ist, ist für Trockenmauern geeignet. Wir haben hier jetzt auch einige Gestaltungselemente trockenmauermäßig. Trockenmauern kann man auch für Hochbeete nutzen, also dass man das als so einfasst? Trockenmauern kann man auch für Hochbeete nehmen, man kann Trockenmauern auch als Sitzmauern nehmen. Wichtig ist eben bei Trockenmauern, dass dadurch, dass sie eben nicht gemörtelt sind, sind es dynamische Bauwerke. Das heißt, sie brauchen also kein starres Fundament, und das Schöne ist, man kann Trockenmauern auch bepflanzen. Also in die Stoßfugen kann man ausdauernde Stauden pflanzen, die mit relativ wenig Wasser auch in diesen kargen Bodenverhältnissen in Trockenmauern klarkommen. Trockenmauern sind Lebensräume, also nicht nur für Überlebenskünstler bei Pflanzen, sondern auch Lebensraum von Salamandern, Eidechsen, alle wärmeliebenden Kleintiere, die sich dann auf den warm werdenden Steinen sonnen. Also da kann man schon sich ein Stück Natur in den Garten holen.